Hallo und willkommen zurück zur Wimmelmania von Mystery Cases mit den Druiden. Ja, wie geht's denn eigentlich jetzt weiter? Kommen wir jetzt eigentlich hier rein? Nur mal so. Wartet mal. Vielleicht müssen wir einfach... Vielleicht müssen wir ja den Trick, wie man in ein Hotelzimmer reinkommt, ne, mit der Keycard. Oder auch nicht. Ach, warte mal, wir haben 25 Cent. Moment. Oh, wir bekommen ein Feuerzeug. Toll. Das brauchen wir, glaube ich, für viele Dinge. Das ist ja cool, ne? Das ist ja der absolute Slot. Was ist denn das hier? Und das? Braucht man immer im Alltag, ne? Braucht man so ein Druidensymbol und irgendeine Maske. Super! Kein Feuerzeug im Benzin. Was? Ja. Schade. Übersetzung leidet hier ein bisschen drunter. Ne? So, hier brauchen wir ja nicht mehr. Wo war denn Benzin? Ich glaube, in der alten Garage hier. Und da haben sie gesagt, wir brauchen immer mal ein bisschen Benzin. Wenn ich jetzt hier und hier... Boah, der Liter. Das hat sich hier gehört. Habt ihr das im Hintergrund? Ich hab's ein bisschen leiser gestellt, aber... Habt ihr das gehört? Sich angeschaut, wie... Ja, ist ja schön. Ich will's wieder mitnehmen. Ich will nicht das Benzin mitnehmen. Ach doch. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich den Gasbrenner angemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, bitteschön. Das bleibt jetzt wahrscheinlich für immer heiß. Moment mal. Wo war denn jetzt überall? Naja, das nicht. Das kann man nicht wegbrennen. Das wäre zu gewagt. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wo das überall war. Was braucht man denn eigentlich noch hier? Das wissen wir auch nicht so richtig, ne? Jedenfalls kein Benzin. Den können wir ein bisschen warm machen. Ja, ich wollte freundlich sein. Ich wollte wirklich freundlich sein. Irgendwie war das hier... Irgendwo... Aber hier nicht. Hier brauche ich es nicht. Das weiß ich zu 100%, aber... Wie kriege ich denn die Axt? Das ist auch so ein Ding, ne? So, also hier brauchen wir noch das kleine Kästchen, ne? Ansonsten eigentlich nichts mehr. Ich glaube, ich schaue gleich wieder drauf. Es war jetzt wieder eine Zeit her, in der ich nicht gespielt habe. Ah, schauen wir gleich drauf. Was soll's? Wir haben gar nichts mehr zu erledigen. Wir haben echt nichts mehr zu erledigen. Was ist denn überhaupt? Was ist denn das hier? Was mache ich denn damit? Aha. Ja, aber ich musste doch noch... Irgendwo war doch noch... Könnt ihr euch noch entsinnen? Irgendwo war doch noch was, wo irgendwas so im Eis rein... Oh, ich
kann mich aber echt leider nicht mehr. Ja, schon, aber das wäre ja Quatsch auch drauf. Ja, dich müssen wir auch noch. Hast du Angst vor Feuer? Nee, hast du Angst vor einem weißen, heißen Bügeleisen? Du hast vor gar nichts Angst, ne? Vielleicht sind wir ja auch ein bisschen überarbeitet. Könnte ja auch sein. Ach so, die wollen uns ja nicht vorbeilassen, ne? Vielleicht hier bitte. Oder hier. Können sie auch mit Benzin übergießen. Könnten wir alles... Moment. Meine Güte, diese Tiere greifen verdächtig gezielt an. Da bräuchte man die Axt, ne? Einen Stock könnte ich vielleicht... Ja, wir fuchteln mit einem Stock umher. Oder wir bauen uns eine Fackel. Wäre natürlich auch was. Obwohl, die will wahrscheinlich nur den Stock hier, oder? Ja, warum nimmst du denn nicht den Stock? Wir brauchen bestimmt die Axt. Schätze ich. Ist es immer noch hier? Ja, ich wüsste jetzt, ich hätte hier einen Wolf anzubieten, aber mehr hätte ich eigentlich gar nicht. Einen Stock könnte ich gebrauchen. Ich habe eigentlich nur hier was zum Schmelzen und... Ups. Ich glaube, jetzt wird wieder ein Tipp dran glauben müssen, ne? Da wird mir wieder bewusst, dass... ich nicht ganz alleine hier bin. Ja, wir haben die Droiden, das wissen wir doch schon. Haben wir doch gesehen. Äste und Zweige versperren den Weg. Aber ich möchte eigentlich eher hier rein. Man kann Wölfe loswerden, auch ohne sie zu erschießen. Ja, da setzen wir wahrscheinlich das ein von, na, von diesem Automaten. Bräuchte man ein 50-Cent-Stück. Ja, aber... jetzt nochmal. Da! Aber das war nicht das Einzige. Außerdem brauche ich das eigentlich gar nicht. Nee, dann... Hier, bitteschön. Dann... Was sagst denn du dazu? Was? Ach so, nee, wir brauchen dich. Hier brauchen wir den Tipp. Okay. Da wäre ich jetzt... Ja, okay. Ist, ja, hätte man drauf kommen können. Sehe ich ein. Ja, okay. Okay, ich wollte eher darüber, ne? Ihr habt's gemerkt. Ja, okay. Das. Ja, wir sollten uns mehr konzentrieren, damit wir nicht nur hier mit Tipps arbeiten. Ah, das ist schade. Nett. Ja, Droiden und Steinkreise, das ist ja ganz klar, ne? Stonehenge lässt grüßen. So, Steinkreis. Achso, jetzt habe ich vergessen, hier zu lesen. Touristen besuchen diesen Ort häufig, aber für Droiden ist er immer noch eine heilige Stätte. Na, na, na. Ja, jetzt könnt ihr vergessen, wir haben ein Bügeleisen.
Uns fehlt aber immer noch irgendwo eins. Das weiß ich noch ganz genau. Der arme Bär hat nur ein Ohr. Und vor allen Dingen, es steckt ein Sägeblatt. Ich meine, das ist... Das würde ich eher so als... Da steckt doch wahrhaftig ein Sägeblatt drin. Kann man es rausbrennen? Eher nicht, ne? Eher wohl dann doch nicht. Gut. Was ist das da hinten? Das Fröschchen? Nix. Wir müssen ja immer auch nach Dingen suchen. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Eisenstange. Haben wir die irgendwo gebraucht? Eisenstange. Da, vielleicht. Ja, die andere fehlt noch, wissen wir. Vielleicht, ne? Ich wollte gerade eine Entschuldigung finden, warum ich so schlecht gerade beim Rätsellösen bin. Aber am Anfang hat es gut angefangen, ne? Ich will jetzt keine Entschuldigung dafür irgendwo. Nee. Nein? Ich hätte zwar eine, aber nein. Man muss sich auch dem stellen. Ich glaube nicht. Hier, bitteschön. Kannst du dich da draufsetzen? Nö. Darüber sollte ich nachdenken. Ja, ich denke, wir werden das Eis einschlagen müssen. Die Axt wäre natürlich echt langsam toll. Ja, hier kommen wir auch nicht rein. Da nützt uns die Eisenstange recht wenig. Wir bräuchten noch irgendwas, um Nägel rauszuholen. Und zwar zweimal bräuchten wir sowas, um Nägel rauszuholen, ne? Ich würde ja behaupten... Wir müssen noch irgendwas hier machen. Ach, hier können wir wieder mit Bügeleisen arbeiten. Das ist aber schön, dass es so lange heiß bleibt, ne? Vor allen Dingen, das hat den guten Grund hier. Und uns ist es immer warm. Ja, Da hatte ich echt große Hoffnung drauf gesetzt. Also dann müssen wir noch die Lichter reparieren. Wartet mal. Ach, jetzt weiß ich's. Sagt's doch gleich. Warum sagt er das immer so spät? Gabel. Ist ja super. Ah, und noch kaputt. Kaputte Gabel. Hey. Was macht's denn jetzt? Ja, mach's ja jetzt noch richtig kaputt. Der Riegel ist abhanden. Na, ich hab doch gesagt, so. Dann nicht. Brauchen wir wahrscheinlich im Hotel. Ich schätze, im Hotel machen wir den alten Kreditkartentrick. Denke ich. Da war doch aber noch... Könnt ihr euch entsinnen? Ja, hier eigentlich eher nicht. Aber da war noch, könnt ihr euch hier... Nett. Jo. Ja, wenn, wie gesagt, wenn es euch zu langweilig ist, so die Minispiele. Ich bin zu faul dazu, die bei YouTube. Ja, oder nicht zu faul. Kann man nicht sagen. Aber ich habe keine Zeit dafür. Das gibt ja auch bei YouTube die Möglichkeit, dass so ein Überspringen-Button hier reinmachen. So, stecke die Kabel in die richtigen Steckdosen. Die zwei Symbole müssen gemeinsam dem gleichfarbigen Symbol entsprechen.
Also stecke die Kabel in die richtigen Steckdosen. Die zwei Symbole müssen gemeinsam dem gleichfarbigen Symbol entsprechen. Hehe. Wie bitte? Symbol hier oder das Symbol hier? So leuchtet das jetzt. Ach so. Ach so, jetzt hab ich's gerafft. Jetzt hab ich's gerafft. So, ja, dann können wir loslegen. Geht's eigentlich auch über Kreuz? Tatsächlich. Geht's eigentlich ja so? Ach, es geht bis hier, aber geht hier rüber? Das geht sogar hier rüber. Ja, dann weiß ich's. Dann ist. Warte, dann müssen wir das hier weg. Nee. Nee, halt. Wartet mal. Wir müssen. Das muss. Sowas gibt's gar nicht. Ja. Das muss doch so. Nochmal. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich muss es nur. Die zwei Symbole müssen gemeinsam dem gleichfarbigen entsprechen, ne? Ich mache die Symbole, verändere ich. Zeit verändere ich gar nichts. Ja, das muss auf alle Fälle hier hin. Aber ich müsste so. Ach so, wartet mal. Ich habe eine Idee. Ha! Das ist ja cool. Das finde ich ein cooles Rätsel. So, dann hätten wir das. Wie kriegt man das hier hin? Achso, da brauchen wir grün. Entschuldigung. Ja. So. Und dann. Ich finde, das ist ein recht cooles Rätsel. Und dann haben wir das, ne? Ihr seht, ich hab's. So, dann ein Kreis. Da wäre erstmal das hier gut, ne? Und dann ein Strich einfach rüber. Ja, das wäre natürlich so hier toll, ne? So, und dann haben wir es gleich, ne? Also kommt, das Rätsel, das hättet ihr schon mitmachen können. Das habt ihr übersprungen. Ist ja traurig. Ich bin wirklich. Ein bisschen schon enttäuscht von euch. Warte mal, das machen wir hier. Ach so, repariert man die. Na, das hätte auch der Hausmeister ganz einfach machen können. Oh, schön. Nett. Was? 12 Vögel? Na, wenn ich die 12 Vögel nicht bekomme. Blitzschnell. Ich will noch blitzschneller sein. Wer suche, der findet. Wobert. Eiszapfen. 4, 5, 6, 7. Lichter, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Wo ist das letzte Licht? Hä? Open the Käfig. So. Wir open den Käfig. Das passt nicht hier rein.
Manchmal sind sie so schön leicht, ne? Manchmal sind sie auch alt. Manchmal sind sie echt mies. Miesebetrig. Aber ich finde eigentlich eine gute Mischung. Manchmal so ein schweres Rätsel, manchmal ein leichtes, ne? Das ist dann auch was, wo man ja, manche können das überspringen, ne? Und andere dann wieder. Dann freut man sich, dass man auch mal so ein Rätsel gelöst hat. So, jetzt fehlt uns aber noch ein, so ein Teil. Habt ihr schon gesehen? Bin hier im Reden und sieht das Teil nicht. Das ist wie so Fahrstuhlmusik. Vielleicht hinter dem Schal, oder? Ja. Das ist... Ach, kommt. Ach, kommt. Gott sei Dank habe ich hier nochmal... Ja. Ich glaube, wir haben unseren letzten Beweis. Gut gemacht. Als guter Detektiv lässt man sich von solchen Schlössern doch nicht aufhalten. Nein. So. Miss Walkers are reclusive by nature, never appearing before humans without cause. They do not welcome people who trespass into their domain. Genau. Das sind die Nebelwandler. So, mal schauen. Ja, das ist hier einfach, ne? Ich meine, ich mach gar nichts eigentlich. Das hätten sie aber wegen anders machen können. And woe to anyone who claims a Mistwalker for an enemy. Their vengeance is swift and deadly. Oder? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Was machen wir denn jetzt in der Beweissammlung? Was folgern wir denn? Das kann ich wahrscheinlich nicht. Jetzt kombinieren wir alle Fakten. I've come to the conclusion that Dire Grove has been the victim of a powerful curse. The temperature drop was just too quick to be natural, with the city icing over almost instantaneously. It's not just the weather. There have been repeated wild animal attacks here. Between the cold and their fear of attack, people broke down and fled Dire Grove, panic-stricken. Could the community of Mistwalkers inhabiting these woods be responsible for all this mayhem? Judging by the book, it would take a terrible act on the part of humans to provoke this kind of punishment. What did these people do? There, in Samuel's diary, I found it. An explanation for his conflict with the Mistwalkers. A lot of time has passed, but there's still a possibility these events are the echo of an ancient story. That's it. The people of Dire Grove must have committed some transgression against the Mistwalkers. I better talk to Samuel. He seems to know everything that goes on in this town. Aber vielleicht hat er mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Samuel, was geht hier vor? Ja, dann. Ich würde auch sagen, der Samuel ist... Weiß nicht. Well, what have you got on the case? Anything new? Oh, nein. Ich würde selbst mal gern mit diesen Nebelwandlern. Samuel, you're not going to like this, but I don't think the hunters are without guilt here. You're basing your conclusion on a few notes you found in a book? That doesn't prove the Mistwalkers are innocent. They came out of the forest and sent wild animals to Dire Grove. They're the reason we're stuck in this wretched winter. Those are the facts. You can't blame the victim here. You just can't. Na doch, ich kann's schon. Ich kann schon, aber ich würde gerne mal mit diesem Nebelwandler sprechen, echt.
I'd like to talk to the Mistwalker myself. Fine. Do what you have to do. He's drifted off, though. Probably from the cold. You'll have to revive him. Master Detective, with all due respect, you've got to find stronger evidence. Here, take this. It belonged to one of those Mistwalkers. It might help you. Eid und Prophezeiung müssen wir jetzt finden. Ach, Symbolkachel. Das ist ganz gut, denn die weiß ich zu 100%, wo die ist. So, mein Freund, was ist denn los? Ich muss dafür sorgen, dass er wieder zu Bewusstsein kommt. Hier, bitteschön. Das Symbol, es kommt mir bekannt vor. Nett. Ein keltisches Symbol. Runen. Wir, der Orden. We are the Mistwalkers, who solemnly pledge to preserve the peace of this sacred grove and its keeper spirit. This keeper is merciful, but those who show him disrespect will be cursed. The Mistwalkers will seek vengeance on any who do the forest harm or go against the keeper spirit's wishes. Der hat es jetzt bestimmt erzählt und wir haben nicht aufgepasst. Dann wird's für uns ein bisschen schwer. Ich habe gedacht, wir müssen das in die richtige Reihenfolge vielleicht bringen. Aber nö. Denkt ihr nicht, dass irgendwo noch eins war, was ich übersehen habe? Jo, dann, mein Freund. Ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten, ne? Aber wir haben gesagt, wir haben eine Kachel. Und der werden wir uns als erstes widmen. Es kommt bestimmt wieder ein absolut super Minispiel. Sieh auf der Rückseite der Kachel nach, welches Symbol drauf abgebildet ist. Memory. Memory bin ich schlecht. Ich sag's, wie es ist. So. Boah, und vor allen Dingen... merke ich mir doch nie. Oh Gott. Das ist einfach was gar nicht geht. Ich meine, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich hab noch gar nichts, ne? Ihr habt das gesehen? Warte, das habe ich gesehen. Aber wo? Das habe ich irgendwo gesehen. Aber wo? Nee, das... Oh Gott. Das habe ich ja irgendwo gesehen. Das heißt, wir... Ja, aber das habe ich doch wirklich gesehen. Oh Gott. Sehr traurig. Echt traurig. Hä? Ich habe jetzt alles durch. Weißt du das? Oder muss das... Moment mal, vielleicht muss es... Ach, das muss Paare geben, ne? Ich sehe es gerade. Das ist ja noch schlimmer. Ich sehe es gerade. Das sind ja nicht die gleichen, die ich finde. Ich habe eins. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? So, das ist ganz einfach, ne? Ja,
Das ist ja echt super einfach. Könnte ich stundenlang machen. Sag mal, ihr erkennt das, ne? Bestimmt, ne? Jups. Wartet mal. Wir müssten uns ein bisschen was wenigstens einprägen, ne? Ein bisschen was. Ein bisschen? Nee. Oh, ich bin jetzt doch etwas. Wartet mal. Das kann. Ja, das hatte ich mir gemerkt. Das hatte ich mir gemerkt, ne? Hier müsst irgendwas. Ja, aber wo? Das doch nicht. Auf keinen Fall ist ja die gleiche Seite. Vor allen Dingen, das passt doch nicht zusammen hier. Das hatte ich mir gemerkt. Aber ich suche das hier schon seit Stunden, ne? Und sehe es nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, alles durchgeklickt und hab's nicht. Doch echt übelst, oder? Was, das will nicht zusammen? Nee. Das ist genauso was da drüben hier. Schaut mal hin, eigentlich müsste da Kopf. Vorne ran, ne? Seht ihr irgendwo, jetzt mal ganz ehrlich, so einen Kopf? Jetzt nur mal, ne? Ich frag's euch nochmal. Irgendwo. Also, wisst ihr, das ist was, was mich hier. Ja, das ist Quatsch. Das ist. Was ist denn jetzt los hier? Ging doch die ganze Zeit eigentlich. Also nicht gut, aber zumindest hatte ich einen kleinen Fortschritt. Jetzt geht gar nichts mehr. Oder? Die letzte ist es wahrscheinlich. Wollen wir nur mal das Gag, ne? Schaut mal hin. Gar nichts. Ach so. Ach, wir brauchen gar nicht alle. Ich hab das. Ach, entschuldigt bitte. Ja, okay. Wir brauchen das hier noch. So, wir suchen erstmal den. Ach, hier. Und dann brauchen wir unten noch was. Ja. Na, dann wäre es ja einfach gewesen, ne? Okay, ja. So. Ja. Okay. Ich nehme alles zurück. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich habe gedacht, ich muss alles aufdecken. Man sollte aber auch mal unten ranschauen. Man übersieht die Details. Hier, warte doch. So. Wusste ich's doch. Was bekommen wir hier? Ein weiteres Minispiel. Wer hätte es gedacht? Fülle die Felder der Steinplatte mit den Farben aus, die bis sie oben gezeigte Abbildung entsteht. Oh, das ist nett. Drücke die Steinfragmente herunter und wähle eine Farbe aus, um die Fragmente zu färben. Die Farbe kann nur in das gewünschte Feld fließen, wenn die Steinfragmente heruntergedrückt wurden. Was, und wenn ich jetzt das mache? Oh.
Oh. Oh. Oh, oh, oh. Mhm. Ja, aber... Ach so, das müssen wir gleich am Anfang wahrscheinlich machen. Das ist schwierig. Das ist echt... Das weiß ich nicht, ob das dazugehört. Ich würde mal sagen... Nein. Ich wette, das sieht fast richtig aus, oder? Das sieht eigentlich so gut wie richtig aus. Ja. So, jetzt wird's richtig übel. So, passt auf. Ach nee, halt. Dann fließt es ja wieder zurück. So. Hier ist das Schwänzelein. Es könnte es eventuell gewesen sein, oder? Ah, halt, hier. Warte, dann muss ich nochmal. Wieso habe ich denn das vergessen? Aber jetzt wird es einfacher, denn ich muss nur alle roten. So. Und jetzt weg, 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 weg. Ach, der Schwanz. Entschuldigung. Hätte ich seinen Schwanz beinahe vergessen. So, aber jetzt. Ich dachte schon. Immer noch nicht. Oh Mensch. Moment. Oder muss ich alles andere... Warte mal. Muss ich alles andere wegmachen? Nur mal. Man weiß ja nie, ne? Weil momentan sieht es eigentlich ziemlich richtig aus. Ah! Mist. Oh Mist. Was habe ich denn hier falsch? Also, bei... Der sieht doch richtig aus, ne? Hier ist das Ding, hier ist ein... Wahrscheinlich? Nee. Hier sind seine Beine, alles in Ordnung. Der Wolf hat da seine kleinen gekrümmten. Das braucht er nicht. Meiner Meinung nach. Was mache ich denn da falsch? Fülle die Felder, drücke die Farbe, kann nur... Ja.
Das macht mir jetzt... Es war echt was so schön einfach, finde ich. Das war wirklich toll. Das hat mir richtig gut gefallen. Wirklich und wahrhaftig. Es war irgendwie mal was Schönes. Was mir auch Spaß gemacht hätte. Aber gönnen einen hier ja keinen Spaß. Oder? Achso, warte, wir machen nochmal erneut. Wir machen nochmal erneut und los geht's. Eins könnte ich mir jetzt noch vorstellen, was wir falsch gemacht haben. Eines könnte ich mir noch vorstellen. So, dann hätten wir das wieder, ne? Eines könnte ich mir noch vorstellen. Moment. So, dann gehen wir hier rein. So, und diesmal bitte nicht den Schwanz vergessen. So, haben wir wieder das Ding vergessen hier. Okay, so. Wisst ihr, ich habe vielleicht gedacht, dass mal alles hier, dass ich vielleicht eins, ihr versteht. Jetzt nochmal von vorn. Wir haben hier das Geweih, ein Buckel. Wir haben hier hinten was dran und Beine. Vorderläufe. Also das Ding ist komplett. Wir haben den Wolf, seinen Mund. Hier seine Beine. Dann geht er so hinten rum. Schlängelt sich hier so rum. Und hat einen Schwanz. Es ist perfekt. Ich will es nicht anders sagen, als dass es perfekt ist. Es ist einfach nur perfekt. Aber die wollen mögen nicht. Die wollen einfach uns das den Erfolg nicht gönnen. Die wollen uns den Erfolg einfach nicht gönnen, ne? Ihr merkt's, ne? Die, ja, keine Chance. Wollen, mögen das nicht. Mögen das echt nicht. Okay, ich probiere noch ein bisschen alleine rum. Weil ansonsten ist es ja Quatsch für euch, ne? Mir fällt nichts mehr ein. Ich drücke jetzt auf Lösen. Okay. So, dann bis zum nächsten Mal.